Die Oktonauten und der Narwal. Die Oktonauten sind mit ihrem Oktopod unterwegs zum Nordpol, der Heimat von Captain Barnius. Captain, wir dringen jetzt in die kältesten arktischen Gewässer vor und gleich fahren wir unter Packeis durch. Ausgezeichnet, Dana. Schön den Kurs halten. Ei, ei, Captain. Bei dem Tempo erreichen wir den Nordpol, bevor es dunkel wird. Ich kann es kaum erwarten, Lebewesen zu treffen, die nur in der Arktis vorkommen. Ah, ist das wunderbar, nach Haus zu kommen. Ich weiß noch, wie ich ein kleiner Eisbär war, mich im Schnee gewälzt habe, über Eis geschlittert und ins eiskalte Wasser gesprungen bin. Das habe ich so vermisst. Ich kann's gar nicht erwarten, ein Bad in der Kälte zu nehmen. Quasi schüttelt sich schon allein bei dem Gedanken. Ich bekomme eine richtige Gänsehaut. Ich brauche eine schöne, heiße Schokolade. Es ist nur kalt, wenn man sich langsam bewegt, quasi. Wenn man schön schwimmt, dann bleibt man auch warm. Das ist wirklich ganz einfach. In ein paar Minuten werden wir durch diese Eishöhlen durch sein. Dann können wir mit dem Oktopod vor Anker gehen und... Oh, oh. Was ist denn, Dana? Das Oktopod wird immer kälter und mein Computer friert ein, Captain. Das Oktopod fängt an zu wanken und der Captain kann sich kaum auf den Beinen halten. Ich habe Probleme, das Schiff zu steuern. Captain, wir müssen das Oktopod in Bewegung halten. Sonst frieren die Maschinen noch ein und bleiben einfach stehen. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen, sonst werden wir mächtigen... Ärger bekommen. Dana, sofort auf manuelle Steuerung schalten. Bin schon dabei, Captain. Volle Kraft voraus, Oktonauten. Ist ein prima Gefühl, meine Pfoten mal wieder auf ein Steuerrad zu legen. Ui, damit wären wir wieder genau auf Kurs, Captain. Geschickt manövriert Captain Barnius das Oktopod durch das Packeis. Und nicht nur Dana hat einen gewaltigen Respekt vor diesen riesigen Eismassen. Wow, diese Wände aus Eis hier sehen ganz schön scharf aus. Ei, scharf genug, um in das Oktopod zu schneiden, wie in ein Stück Butter. Aber der Captain wird uns sicher hindurchsteuern. Ja, riesiger Eisberg direkt voraus. Wow, das war ganz schön knapp gerade quasi. Die sieben Meere sind mein Metier. Aus dem Hafen raus steche ich ins See. Im Oktopod um die Welt, juchhe. Zu den Fischen hier in der blauen See. Quasi schaut durch sein Fernrohr und beobachtet, wie von einem Eisberg große Teile abbrechen und mit einer Riesengeschwindigkeit auf sie zutreiben. Klappriger Klabautermann. Eine Eislawine! Schnell rum, nach links, nein, rechts! Es geht weder da noch da lang. Wir müssen das Schiff anhalten. Sofort! Der Captain stoppt die Maschinen, aber das Oktopod hat noch zu viel Fahrt drauf. Noch 10 Sekunden, bis wir gegen die Eiswand krachen. Bleib stehen, du verflixtes, meutertes Oktopod! Stopp! Noch 6 Sekunden, bis wir gegen die Eiswand krachen. 5, festhalten! 4, 3, 2, 1. In der allerletzten Sekunde kommt das Oktopod vor einer Eiswand zum Stehen. Doch plötzlich schreit Sebastian laut auf. Ist ja gut, wir haben es geschafft. Ich weiß, aber du stehst auf meinem Fuß. Oh, Entschuldigung. Puh, das war knapp, Freunde. Und was jetzt, Captain? Wenn wir vorwärts nicht weiterkommen, müssen wir wohl oder übel wieder zurückfahren. Captain Barnius startet die Maschinen wieder. Aber der Rückweg wird ihnen durch eine riesige Eisland. Ihr geht es gut. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Dir fehlt offenbar nichts. Meine Kamera! Ihr fehlt auch nichts. Dana, was ist da gerade passiert? Ich wollte gerade ein Foto machen. Und auf einmal gab es ein ganz lautes Boom! Es war so laut, dass es mich umgehauen hat. An mehr erinnere ich mich nicht. Was kann bloß so einen furchtbaren Knall verursachen? Ich weiß was, Minion. Dana wurde bestimmt umgehauen vom gefürchteten, riesigen Schrimpmonster. Aber Schrimps sind winzig. Der ist aber riesig. Wenn das Schrimpmonster mit seinen riesigen Scheren schnippt, ist der Knall laut genug, um jeden umzuhauen, der ihn hört. Quasi. Ich glaube nicht, dass wir es mit einem riesigen Shrimp-Monster zu tun haben. Ich bin ganz sicher, dass ich nirgendwo riesige Scheren gesehen habe. Oktonauten, finden wir raus, wer eben den Knall verursacht hat und stoppen ihn, bevor noch jemand umgehauen wird. Ei, ei, ich bin dabei, Captain.
Wir teilen uns auf und suchen die Gegend ab, aber vorher erstmal Ohrenschützer aufsetzen. Ja, Kameraden, denn damit sind wir geschützt vor dem Boom des riesigen Schrimpmonsters. Ich fühle mich schon viel sicherer. Quasi, du suchst die Felsen da drüben ab. Aye, aye, Captain. Dana, du überwachst alles von der Guppy A. Und Peso, du erkundest die Gegend da hinten. Aye, aye, Captain. Zufällig kommt Peso in die Nähe des Felsens, wo sich der Krebs verkrochen hat. Peso will einen der Fische untersuchen und nimmt seine Ohrenschütze ab. Genau in diesem Moment entdeckt ihn der kleine Krebs, öffnet seine Scheren und schlägt sie dann heftig zusammen. Auch Peso wird durch den Druck weggeschleudert und bleibt benommen auf dem Meeresgrund sitzen. Quasi entdeckt ihn dort und schwimmt zu ihm. Hallo, Matrose! Noch immer nichts von dem Schrimpmonster gesehen? Peso? Arr, Peso! Das Schrimpmonster hat offensichtlich wieder zugeschlagen. Komm her, ich bring dich zurück zum Boot. Als Quasi Peso zurück zur Guppy gebracht hat, meldet er sofort Captain Barnius, was geschehen ist. Quasi ruft Captain Barnius. Barnius hört, was ist los, Quasi? Peso hat es getroffen, Captain. Ich bin schon auf dem Rückweg. Barnius over. Auch Captain Barnius kommt am Felsen des Krebses vorbei und kann den Krebs für eine Sekunde sehen. Wer ist da? Aber als der Captain dem Felsen zu nahe kommt, schlägt der Krebs wieder seine Schere zusammen. Ein Vulkan? Aber wir sind doch mitten im Ozean hier. Vulkane gibt es sogar auf dem Meeresboden, Peso. Sieh mal, wir sind hier drüben im Oktopod. Und da drüben, tief unten, steht der Vulkan. Gerade jetzt sammelt sich unheimlich heiße Lava und Dampf im Inneren des Vulkans an. Und bald wird er ausbrechen. Und die ganze heiße Lava wird mit einem Mal ins Meer strömen. Wow, das hört sich wirklich gefährlich an. Es ist auch gefährlich, aber der Vulkan ist so tief unten, wir müssten hier oben in Sicherheit sein. Ich mache mir aber Sorgen um die ganzen Tiere, die um den Vulkan herumleben. Ich auch, Captain. Dana, löst den Oktoalarm aus. Oktonauten in den Schleusenraum. Als alle im Schleusenraum versammelt sind, gibt der Captain die nötigen Anweisungen und verteilt die Aufgaben. Oktonauten, wir müssen unbedingt alle Lebewesen so schnell wie möglich vom Vulkan wegschaffen. Dana, Sebastian, beobachtet die Aktivitäten des Vulkans. Aye, aye, Captain. Quasi, Peso in die Guppy. Rixi, öffne die Oktoluke. Geht klar, Captain. Die Guppy verlässt das Oktopod und fährt in Richtung Vulkan. Je näher Barnius, Quasi und Peso dem Vulkan kommen, desto schlechter wird die Sicht. Wir müssten den Vulkan jetzt jeden Augenblick sehen. Schön die Augen aufhalten. Seht mal, da unten ist er. Sebastian ruft Captain Barnius. Ja, ich höre, Sebastian. Captain, der Vulkan wird immer heißer und die Lava steigt weiter. Es dauert nicht mehr lange, bevor er ausbricht. Hab verstanden, Sebastian. Wir müssen alle Lebewesen sofort hier wegschaffen.